Und deshalb überlege ich halt wirklich, naja, gut, scheiß drauf. Wenn du halt Level 10 wirst, bist du Level 10. Trotzdem probiere ich, wenn es geht, jetzt noch die Tage auf 3000 Pokale zu pushen. Wenn ich das schaffen sollte, gibt es ein kleines Opening mit Gewinnspiel. Wenn ihr auch darauf Bock habt, gerne mal einen Daumen nach oben. Righty then, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu Clash Royale. Ich bin's der Basti. Ich hatte einen kleinen Kurzurlaub und habe ein bisschen natürlich Clash Royale gespielt. Ich bin jetzt im Moment bei 2848 Pokale. Mein Rekord liegt bei 2904. Ja, ich konnte ein bisschen pushen und das habe ich dann tatsächlich auch nur mit dem Giant Poison Mega Minion Deck Brinz geschafft. Ist nicht so beliebt, aber ist doch tatsächlich erfolgreich, weil man da doch schon mal die Möglichkeit hat, auch als mittelklassiger Spieler ein paar Games zu gewinnen. Aber das soll gar nicht so das Thema hier sein in dem Match, denn ich bin gefragt worden, warum möchte ich nicht auf Level 10 steigen? Und da habe ich mir halt so überlegt, ja, oftmals hört man oder liest man halt so, ja, von wegen hier Level 10 und noch nicht mal 3000 Pokale, du bist ja relativ schlecht. Und solche Kommentare als kleiner YouTuber wollte man natürlich, wenn es geht, auch vermeiden. Jetzt ist es aber so tatsächlich, dass auch ich, währenddessen ich hier in diesen Pokalen 2600, 2700 gegen Leute gespielt habe, die Level 10 waren und zum Teil ein deutlich höheres Kartenlevel als ich hatten. Und ich weiß nicht, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Wann gilt man denn wirklich als guter Spieler oder wie liege ich jetzt mit mit Level 9 in Arena 8 und meinen Kartenleveln? Liege ich da im Schnitt oder bin ich da zu schlecht oder bin ich leicht über dem Schnitt? Ich sage, ich habe noch nicht alle Karten auf Turnierstandard, zum Beispiel den Prinzen. Also von der Sache her bin ich noch gar nicht so krass gepusht. Ja, der ganze Account ist nicht so free to play, aber halt auch nicht pay to win, weil ich immer nur ein bisschen ausgebe für diesen ganzen Spaß hier. Und mir ist halt aufgefallen, zum Beispiel schaut man mal in meinen Clan rein. Also Trimax Subclan hier, haben wir einen Spieler hier oben, den Chief Luke, der mit Level 9 sehr, sehr stark von den Pokalen weiter vorne steht. Können wir uns mal anschauen, von den höchsten Trophäen auch bei 3672 auf jeden Fall sehr nice, hat auch ein sehr variables Deck hier, hat aber zum Beispiel ein höheres Kartenlevel als ich. Na, also ich bin schon ziemlich hoch, weil ich eigentlich viele Karten auch geupgradet habe, weil ich viele Sachen ausprobiere. Das ist hier wahrscheinlich nicht ganz so der Fall, aber trotzdem ist er mit Sicherheit ein deutlich besserer Spieler als ich. Aber es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nur mal bei uns in den Clan schauen. Viele haben hier Level 10, ne, halt so Pokale, geht von 3910 Pokalen bis zu 2576, so wie es aussieht, bis zu 2576, eine Spannweite von 1400 Pokalen, und da haben wir uns noch nicht mal die Kartenlevel angeschaut. Das können wir auch mal machen. Der Daniel jetzt hier zum Beispiel mit 2576 hat ein Kartenlevel, das ist im Schnitt schlechter als meins und trotzdem ist er halt schon Level 10. Also das ist halt auch so eine Sache, ne? Also jetzt mal unabhängig, ob das Deck zusammenpasst oder nicht. Das ist krass. Man kann es doch gar nicht eigentlich vom Level oder so abmachen. Ja. Und jetzt habe ich ein Turnier gespielt von einem kleinen Streamer. Ich war ungefähr Platz 30 oder so. War jetzt nicht so erfolgreich. Die letzten zwei Spiele wollte ich einfach mal random irgendein Deck mir zusammenstellen. Habe dann das hier gebastelt. Einfach so. Ich wollte es einfach mal spielen. Hatte ein Game vollkommen verkackt. Und ein Game sehr knapp 1-0 verloren. Wobei beide gegnerischen Turmen nur noch knapp 300 HP hatten. Also das, selbst das könnte man wahrscheinlich trainieren, aber halt ohne Zauber ist schon ein bisschen tricky. Jedenfalls habe ich aber aus Versehen ein Trophy-Match gestartet und kriege hier auf einmal ein Level 11er mit knapp 3000 Trophäen, und ihr seht, mir geht es jetzt gar nicht ums Spiel, das war das allererste Game mit dem Deck. Ich habe verkackt, also ganz klar, ich habe ja auch 3-0 verloren, darum geht es nicht, aber wir sehen schon, Inferno Tower, dachte ich, okay, Level 8, Level 11. Aber er hat halt eigentlich einfach alle Karten besser. Ein Funky auf Level 3, ein Bowler auf Level 5. Und der Typ pendelte rum bei 3000 Pokalen in dem Thema. Dachte ich mir, okay, YOLO Once. Ja, krasses Deck. Ich wusste nicht so richtig, wie ich das verteidigen soll. Ich kam nicht an die Hexe ran. War dann halt scheiße, ne? Aber hier, er hat einfach mal ein Level 5, also Epics Level 5. Eine Legendary Card Level 3, die seltenen auf Level 8 und dann noch,
die hier, Carmen Minion Horde auf Level 12. Einfach mal krass gespielt. Und er ist mit den höchsten Trophäen bei 3269. Mit Level 11 und diesen Kartenleveln. Da fragt man sich jetzt auch, ist das jetzt, also, muss man sich dann selber schämen? Der hat auch ein ganz komisches Deck. Ja, die durchschnittlichen Elixierkosten, also das ist halt echt hardcore, ne? Ich denke schon, dass man den besiegen kann. Also wahrscheinlich ist das hier nicht so ein krasser Spieler. Ja, aber das ist so hart. Und deshalb überlege ich halt wirklich, naja gut, scheiß drauf. Wenn du halt Level 10 wirst, bist du Level 10. Trotzdem probiere ich, wenn es geht, jetzt noch die Tage auf 3000 Pokale zu pushen. Wenn ich das schaffen sollte, gibt es ein kleines Opening mit Gewinnspiel. Wenn ihr auch darauf Bock habt, gerne mal einen Daumen nach oben. Jetzt können wir nochmal schauen, dass ich, wenn es geht, nicht mit dem Deck, sondern vielleicht schon mit dem stärksten Deck, jetzt hier vielleicht nochmal eine kleine Chest hole. Vielleicht haben wir ja das Schwein und kriegen eine. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Spiel gestartet, nochmal in den Trophäen. Dazwischen ist aber mein Mikrofon ausgegangen, deshalb muss ich jetzt einfach nochmal nachkommentieren. Der Gegner hat ein ähnliches Deck gespielt wie wir. Ich habe das zu einem Poison-Deck genommen, hatte aber irgendwie nicht so eine geile Starterhand, dachte ich eigentlich. Hab ein bisschen Karren kassiert, konnte jetzt aber einen guten Gegenpush aufbauen. Der Mini-Packer war hier ein bisschen verloren, dadurch, dass natürlich der Mega-Lakai das Ding kaputt macht. Die Princess konnte auch nichts mehr dran hindern, dass unser Riese sogar nach der Elixierpumpe genervt hat. Aber hier hätte ich besser verteidigen müssen. Ich habe den Prinzen richtig gesetzt, aber das Mega-Minion viel zu weit vorne. Und darüber habe ich halt ausgesprochen, man macht Fehler. Wir haben den Turm verloren, einfach weil ich das Mega-Minion zu weit vorne eingesetzt habe, weil ich dachte, die Princess muss krepieren. Aber die Princess kann man wahrscheinlich dann doch mal einmal leben lassen oder halt warten, bis die Guards ready sind. Jetzt wollte ich einen Gegenpush starten. Gegner kommen mit dem Inferno-Turm. Ich hatte das Mega-Minion ein bisschen predicted für was anderes, nicht für einen Inferno-Tower. War ein bisschen fail. Viel Elixier raufgegangen, keinen Schaden kassiert, aber auch keinen gemacht. Gegner kommt jetzt in den Gegenpush. Hier habe ich den Prinzen jetzt besser gesetzt, damit er in die Verteidigung geht. Habe den Riesen dazu geholt. Da kommt er vorne mit dem Funky, den ich resettet habe im Poison Spell. Er hat aber einen Hit rausgehauen. Mein Mega Minion konnte den Tower nicht ganz fertig machen. 190. Jetzt kam der Gegner nochmal mit seinem Push. Ich wollte den Giftzauber auf den Funky, damit er krepiert, aber irgendwie ist er nicht krepiert erst. Und ich habe den Mega, den Mini-Packer hier gar nicht gesehen, muss ich dazu ehrlich gestehen. Ich war ein bisschen verdutzt, dass der Tower nur noch 335 Punkte hatte, aber mit dem Poison Spell haben wir das halt doch noch gerissen. Also das war ein Gegner, der war ähnlich geratet wie wir, gleiches Level, leicht schwächere Karten als wir, war auch ein bisschen niedriger in den Pokalen am Anfang. Und hatte aber auch schon 2932 Pokale, ja, muss man auch sagen. Dafür natürlich Funky ein bisschen anderes Deck. Läuft vielleicht nicht ganz so gut in der Meta und hat den Inferno Tower nicht so optimal gesetzt. Aber das ist halt echt so die Sache, wo ich mir überlege, muss ich mich denn jetzt eigentlich wirklich so verstecken? Und ja, ich respektiere wirklich alle Leute, die hier die Zeit oder das Geld oder den Skill investieren halt in dieses Spiel. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Leute, die regen sich so krass immer auf, wenn sie halt mal verlieren oder wenn es nicht läuft. Es gibt so viele Leute, die sind zum Teil schlechter in den Pokalen als ich mit besseren Karten. Ja, ich spiele das einfach und habe einfach Bock zu spielen. Und ich glaube, ich muss mich hier da wirklich nicht verstecken. Ich werde auf jeden Fall versuchen, 3000 Pokale jetzt noch mit Level 9 zu schaffen. Das wäre natürlich geil bis zum Ende der Season, wie gesagt. Wenn es dort gelingt, gibt es ein Opening mit Gewinnspiel. Dazu auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr das wollt. Und das war's dann erstmal von mir. Ich mache jetzt noch die Gratis-Truhen und die Kron-Truhen auf. Die habe ich mir jetzt zumindest jetzt auch noch erspielt. Die Silbertruhe wird wieder geöffnet. Ich kriege ja leider immer noch keine Super Magical oder Magical Chest seit Ewigkeiten. Ja, das ist echt wirklich schon sehr, sehr lange mittlerweile offen. 19 Mal der Royal Giant, nicht so schlecht. Ice Geist nehme ich auch gerne mit. Und 3 Musketieren, die ich im Moment zum Beispiel noch gar nicht geupgradet habe, weil ich halt einfach nicht so viele EP kassieren will. Gut, zum Ende machen wir nochmal die Erfolge, die Siegesserie. 8 Siege bei einer Herausforderung. Nice, hat ein paar Gems gegeben, nehme ich natürlich gerne mit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Clash Royale. Ich bin Sebastian, haut rein, macht tschüss und servus.